Beginnen wir gemeinsam den Tag auf die gleiche Art und Weise wie unzählige Generationen vor uns, mit dem Gruß der Sonne. Die Sonne ist ein universelles Symbol für Licht, für Bewusstsein und natürlich für Lebenskraft. Und indem wir den Sonnengruß ausführen, verbinden wir uns mit den natürlichen Rhythmen, mit dem Aufgehen und Untergehen der Sonne. Wir danken dem Licht, dass es zurückkommt nach jeder Dunkelheit. Und wir ehren diese Lebenskraft, nicht nur in der äußeren Sonne, sondern vor allem auch in uns selbst. Das Strahlen in unserem Herzen, das Licht des Bewusstseins, das ein und dasselbe ist in allen Wesen. Dann kommt zum Anfang eurer Matte für den Sonnengruß. Für Surya Namaskar. Lasst eine Fußlänge nach vorne zum Mattenanfang frei. Und zuerst verwurzelt euch gut mit der Erde. Spürt den Kontakt der Fußsohlen zum Boden. Schließt die Augen und spürt euren Körper von innen. Findet die zentrale Achse, die euch sowohl mit der Erde als auch mit dem Himmel verbindet. Lasst das Steißbein Richtung Boden sinken. Spürt die Fersen, die Fußsohlen am Boden. Richtet die Wirbelsäule auf. Das Brustbein hebt sich sanft. Die Schultern sind locker. Der Nacken wird lang und das Scheitel zieht zum Himmel. Dann bringt die Hände in Gebetsposition, die Daumen berühren das Brustbein. Und spürt einfach diesen Kontakt zum Herzzentrum. Visualisiert das helle strahlende Licht des Bewusstseins im Herzen. Mit dem Sonnengruß, indem ihr die Arme weit zur Seite öffnet. Und nach oben bringt und dann noch einmal zurückkommt zum Herzen. Dann die Arme strecken, bis in die Fingerspitzen, Handflächen nach vor, Schultern zurück. Und mit der Ausatmung beugt euch weit nach vorne, geraden Rücken ausholen, Finger und Zehen auf eine Linie nebeneinander. Drückt die Handflächen zum Boden, ihr könnt dazu die Knie beugen, rollt den Kopf ein, atmet tief in den Bauch und spürt die Dehnung im unteren Rücken. Mit der nächsten Einatmung steigt rechts weit zurück, großer Schritt, Knie auf den Boden, spürt die Dehnung in der Hüfte. Dann bringt das zweite Bein nach hinten dazu und macht den Körper ganz gerade wie ein Brett. Scheitel zieht vor, Steißbein zieht nach hinten, Fersen ziehen nach hinten. Und dann zuerst nur die Knie ablegen. Bleibt mit eurem Gewicht vorne über den Händen. Beugt die Ellbogen nahe am Körper. Das Brustbein senkrecht zwischen die Hände auf den Boden ablegen, die Stirne ablegen. Mit der nächsten Einatmung zieht euch vor, schaut auf zur Kobra, Schultern zurück. Und mit der nächsten Ausatmung kommt ins umgekehrte V. Die Hüften heben, Fersen zum Boden drücken, Arme lang. Mit der nächsten Einatmung steigt mit dem rechten Fuß vor, zwischen die Hände. Spürt jetzt die Dehnung in der linken Hüfte. Mit der nächsten Ausatmung steigt vor, Kopf zu den Beinen und dann streckt mal nur die Arme vor, Kopf ist zwischen den Armen, mit geraden Rücken aufrichten und ausatmen, zurückkommen zum Herzen. Einatmen, die Arme öffnen, ausatmen, bringt das Licht ins Herz. Mit der Einatmung streckt euch gerade nach oben. Die Arme nahe an die Ohren, Schultern zurück. Ausatmen, weit ausholen. Berührt die Erde, Kopf einrollen. Mit der nächsten Einatmung links weit zurücksteigen. Versucht den Oberkörper aufzurichten, Brustkorb zu öffnen.
Und das zweite Bein nach hinten dazu in die Push-Up-Position. Körper gerade, haltet die Position mit Kraft. Und dann legt die Knie ab. Brustbein senkrecht auf den Boden, Stirne auf den Boden. Spürt die Länge im Nacken. Und mit der nächsten Einatmung zieht den Oberkörper vor. Bauch kommt zum Boden. Schultern zurück, Ellbogen nach. Ausatmen, umgekehrtes V, die Hüften heben, die Sitzbeinhöcker zur Decke drücken. Mit der nächsten Einatmung links vorsteigen, zwischen die Hände, Oberkörper aufrichten. Mit der nächsten Ausatmung das zweite Bein nach vorne dazu, Kopf zu den Beinen. Einatmen, Arme vorstrecken und wenn nötig, könnt ihr mit gebeugten Knien hochkommen. Strecken bis zum Schluss und ausatmen, zentrieren. Einatmen, Arme öffnen. Ausatmen zum Herzen. Einatmen, strecken bis in die Fingerspitzen. Ausatmen, weit nach vorne beugen, Hände zum Boden. Einatmen, rechts zurücksteigen, Atem halten, zweites Bein dazu. Jetzt ausatmen, Knie, Brust und Stirne ablegen. Einatmen, Cobra, Herz öffnen. Ausatmen, Hüften heben, Fersen zum Boden. Einatmen, rechts vorsteigen. Ausatmen, zweites Bein dazu. Einatmen, weit ausholen, aufrechten strecken. Ausatmen, zentrieren. Einatmen, öffnen. Ausatmen, zentrieren. Einatmen, strecken, Schultern zurück. Ausatmen, vorbeugen, Hände zum Boden. Einatmen, links zurücksteigen, zweites Bein dazu, ausatmen, Knie, Brustbein und Stirn zum Boden, einatmen, Cobra, Schultern zurück, ausatmen, Hüften heben, Arme lang, einatmen, links vorsteigen, zwischen die Hände, ausatmen, zweites Bein dazu, Kopf einrollen. Einatmen, weit vorstrecken, aufrichten. Ausatmen, zentrieren. Einatmen, öffnen. Ausatmen, zentrieren. Einatmen, lang machen. Ausatmen, vorbeugen. Einatmen, rechts zurück. Zweites Bein dazu. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn. Einatmen, Cobra. Ausatmen, umgekehrtes V. Einatmen, rechts vor. Ausatmen, zweites Bein. Einatmen, aufrichten, strecken. Ausatmen, zum Herzen. Einatmen, öffnen. Ausatmen, zentrieren, mit Dankbarkeit, mit Freude. Einatmen, öffnen zum Himmel. Ausatmen, verbeugen, die Erde berühren. Einatmen, links zurück. Zweites Bein dazu, mit Dankbarkeit für die Kraft. Ausatmen gleichzeitig, Knie, Brust und Stirne. Einatmen, Cobra. Ausatmen, die Hüften heben. Einatmen, links vorsteigen, ausatmen, zweites Bein, einatmen, aufrichten, ausatmen, zentrieren, einatmen, um eins, um zwei, um drei, um vier rechts, um fünf, um sechs, um sieben, um acht, um neun rechts,
Um 10, um 11, um 12, einatmen. Um 1, um 2, um 3, um 4 links, um 5, um 6, um 7, um 8, um 9, um 10, um 11, um 12. Lass die Arme locker hängen, Füße ein bisschen voneinander entfernen. Und tiefer, vollständiger Yoga-Atem. Bauch und Brustkorb füllen. Ganz aufgerichtet, vom Steißbein bis zum Scheitel, die Arme hängen locker. Eine letzte Runde noch mit dem Halbmond. Bring die Füße wieder zusammen. Hände in die Betsposition. Einatmen, Arme öffnen. Ausatmen, zentrieren. Einatmen, strecken, Schultern zurück. Ausatmen, ausholen, Hände zum Boden. Einatmen, rechts zurück. Und jetzt ausatmen, Hände in Gebetsposition. Einatmen, strecken, Arme nahe an die Ohren. Ausatmen in einer Bewegung, Hände zum Boden, Bein zurück und ablegen. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Hüften heben. Einatmen, rechts vor. Ausatmen, zweites Bein. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, absenken. Linke Seite einatmen. Ausatmen, zentrieren. Einatmen, strecken, Brustkorb öffnen. Ausatmen, vorbeugen. Einatmen, links zurück. Ausatmen, aufrichten. Einatmen, Arme strecken. Ausatmen, Hände zum Boden, zweites Bein und ablegen. Einatmen, Cobra. Ausatmen, Hüften heben. Einatmen, links vor. Ausatmen, zweites Bein. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, zentrieren. Und die Arme locker hängen lassen, Füße voneinander entfernen. Und dann legt euch langsam in Shavasana auf den Rücken in die Entspannungsposition. Breitet euch gut aus, lasst den Atem tief und gleichmäßig fließen. Vollständige Yoga-Atmung.